So, meine Freunde, herzlich und willkommen hier auf unserem Kanal. Wir machen heute ein großes Weingummi, ein großes englisches Weingummi aus diesen Weingummis. Wie viel Gramm haben wir denn hier? Wir haben hier nur die Farben, das sind das Rot, Gelb, Weiß, Grüne sind auch noch ein paar kleine dabei. Hier haben wir eine Waage. Wollen wir doch mal schauen, wie viel das Ganze ist. Karten wir die Waage mal ab. Und kippen wir nochmal die ganzen englischen da rein. So, was haben wir da? 646. Okay, dann wollen wir das mal nehmen und schmelzen in einen Topf reingeben. So, wir sind wieder zurück hier mit einem Topf und der Schüssel. Wollen wir das Ganze mal umkippen, damit wir das auf der Herdplatte gleich auch ordentlich erhitzen können. Oh, ein grüner ist nur noch drin. Das ist ja schon mal gut. Ab zum Herd. So, meine Freunde, wir sind am Herd hier angekommen. Mit unseren mehr als ein halbes Kilo englischen Weingummi vom Feinsten. Nur gelbe, weiße, orangene und ein grünes haben wir dort drin gefunden. Die wollen wir doch jetzt mal schön hier auf den Herd zum Schmelzen bringen. Topf noch finden. So. Geben wir den Ganzen mal ein bisschen weniger Hitze, nicht so viel. Damit wir das hinterher auch wieder festkriegen und die Gelatine vor allen Dingen auch wieder greift. Töpfchen bereits 7, sollte bei meinem Herd oder bei unserem Herd besser gesagt okay sein. Der geht aber auch bis Stufe 10, muss man dazu sagen. Und jetzt werde ich das Ganze im Schnellzeitraffer euch zum Schmelzen geben. Sieb und Kelle stehen bereit. Dann wollen wir mal umfüllen das Ganze. Herd machen wir aus. So, stellen das Ganze aber trotzdem noch auf die Herdplatte, dann bleibt es schön warm und geschmeidig. Schatzi, kannst du noch mal bitte eine Gummi vorzureichen? Ist einigermaßen ausgekratzt. Sollten möglichst schnell arbeiten. So, streichen den guten Rest nochmal ab hier. Schöne gleichmäßige Farbe, wie auch Konsistenz. Wunderbar. So, jetzt geht's ans Abfüllen. Unsere Form nehmen wir uns und machen ein bisschen Öl dort an den Seiten links und rechts hinein. Verschmieren das Ganze ein bisschen mit der Hände. So. Dass da überall schön Öl dran ist. Nehmen wir ein bisschen Frischhaltefolie. Weil wir ein bisschen das Ganze Spezial haben wollen und uns gedacht haben, so eine einfache Form ist ja langweilig. Haben wir uns gedacht, man kann ja auch unten einfach in der Form etwas reinlegen. Wir haben jetzt einfach nichts Gutes gefunden. Es
Deswegen nehme ich jetzt leider einfach nur eine Gabel. Aber passt zu dem Thema Essen. Ich lege die hier unten rein. Okay, das Ganze wieder ordentlich aus. Und hoffe, dass die Form auch so etwas wird. So, jetzt kommt noch eine zweite Schicht da drauf. Und? Gold! Wie schlecht das Ding? Der kann auch Gold. Kommentieren bitte. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ja. Ciao. Ciao.